Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 112. Zwar war ich kurz AFK, dann hat mein Tiger ein tolles Tier getötet. Und ich kann es nicht ledern, weil ich habe ja nicht geholfen. Schmeißen uns mal wieder auf unseren Tiger. So. Muss gerade gucken, wo wir hin müssen. Da ist noch einer, den wir brauchen. Schwupp. Ich habe mich auch schon mal weiter umgeguckt, wegen einem anderen Server, beziehungsweise Nachfolgeserver. Je nachdem, wie lange wir hier noch machen, was wir hier noch machen. Ich habe auch schon einen gefunden. Hier von Back to Basic. Wenn ich dann auf dem Server spiele, versuche ich dann auch meinen Charakter mitzunehmen und hier unseren Sammy. Dass wir da quasi dann anknüpfen können. Das würde ich sagen, macht ja am meisten Sinn. Man ist ja damals von 70. In WOTLK ist man dann ja weitergegangen quasi. Aber hier werden wir erstmal ein paar Instanzen machen. Und so. Und wenn der dann kopiert wird, ist ja hier der unser Sammy auf Back to Basic ist ja dann immer noch vorhanden. Von daher ist das nicht das Problem, wenn man sagt, ja gut, man hat jetzt hier ein paar Sachen erreicht, funktioniert leider nicht so mit den Instanzen oder so, ne? Man weiß es ja nicht, dass man sagt, dann können wir auf jeden Fall schon mal weiter leveln. Dass man aber immer noch im Hinterkopf hat, wir könnten da eventuell auch noch Instanzen machen. Oder was man machen kann, dass man dann einmal auch vergleicht, wie krass, wie viel 10 Level ausmachen. Weil das ist ja teilweise echt heftig. Mittlerweile sind es ja mehr Level, so 30. Wenn man daran denkt, ist das ja gar kein Vergleich mehr zu damals. Weil jetzt kriegt man die ja ohne Waffen im Schlaf. Kann man ja hier die Hero-Instanzen machen. Mit Level 100 oder bald 110. Ich war nämlich jetzt die Tage mal gucken da auf dem Server. Und da ist auch recht große Resonanz an Spielern, habe ich gesehen. Von daher bietet sich das dann ja quasi für uns an. Und ich weiß nicht, ob ich schon erzählt hatte, ich habe gelesen in den Foren, dass die wohl auch planen, einen Kata-Server zu machen. Aber da fehlt dir noch ein, zwei Leute, die dann mitmachen. Ich denke mal sowas wie GM, Administratoren. Ich glaube, Serverplatz haben die nämlich. Von daher. Aber wenn man da so spielt auf den alten Servern, wird man schon was wehmütig. Aber hatte ich ja schon mal erzählt. Das haben so die alte Zeit manchmal fehlt. Wie das damals alles war. Wenn ich könnte, würde ich nochmal die Zeit zurückdrehen. Weil wenn die Leute jetzt anfangen würden zu spielen, die damals oder die aufgehört haben, wäre es nicht das Gleiche. Weil dieses Feeling fehlt dann, was damals war. Weil das hat wirklich schon viel ausgemacht. Aber ich denke mal, die gespielt haben, kennen das. Oder wissen, was ich meine.
schnell im Schritt läuft er da. Tuck, tuck, tuck. Das Böse rückt näher. So, was haben wir sonst noch hier in der Nähe? Nicht viel, ne? Nicht viel. Da ist noch ein Pilzlein. Das nehmen wir uns wieder mit. Jetzt brauchen wir noch zwei Pilze. Wenn wir die zwei Pilze haben, können wir nämlich vorfahren, schon mal ein paar Quests, beziehungsweise zwei Quests abgeben. Da haben wir nur da. Dann haben wir die voll. Was ich auch mal cool finde hier, das hier, diese komischen Gebilde. Das würde ich ihm auch in den Garten stellen. Finde ich cool. Das Zeug wieder mitnehmen für die Pflanzenteile und für Leder. Das kann ich gleich drauf achten, unser Pet einen Buff bekommt, weil ich meine, die geben einen Buff. Nee, das ist nicht der, den ich meinte. Die haben irgend so einen komischen Buff mal gegeben, dass man Mana zurückbekommt oder Leben, oder kann auch ein anderes Tier gewesen sein, was man getötet hat. Könnte durchaus sein, aber gut. Man kann die Pflanzenteile haben wir auch, aber die Pflanzenteile nachher, wenn man hier sowieso rumquestet, die irgendwann quillen die Taschen wieder davon über. Das ist genau wie mit den Schlingendornteilseiten, nur dass hier die Pflanzenteile, ich glaube, 250 hochstacken können. Aber wie gesagt, die Taschen werden bald überquellen davon. Gar keine Frage. Und das hier ist, glaube ich, zum Sporen ist, glaube ich, was zum Kochen. Und irgendwas davon, das sieht so ähnlich aus, das kann man nicht kochen, das ist grau. Das bringt recht viel Gold. Mysteriöse Sporen oder so. Irgendso war das. Dann haben wir nämlich die Erdprobe. Dann haben wir die die Pilze haben wir. Theoretisch drei können wir abgeben. Theoretisch. Jawohl. Schon wieder eins Platz. Auf eine Rechnung. Natürlich, wir nehmen natürlich die Beweglichkeit. Ah, okay, müssen wir den Stachel suchen. Sind wir da? Ist die Frage. Wenn wir das nehmen, haben wir zwar mehr, etwas mehr AP, glaube ich, ne? Distanzkraft, allerdings geht uns dadurch die Trefferwertung flöten. Trefferwertung ist immer wichtig. Was gibt's denn sonst Tolles? Wenn ich zwar super krass viel Schaden mache, theoretisch, aber nicht treffe, bringt's mir auch nichts. Da muss man immer abwägen. Ja. Die Aale. Ups. Müssen wir das denn abgeben? Also Wälder von Tarokka. Okay. Schon mal was verkaufen.
Oh, nee, das wollten wir behalten. Das verkaufen, das weg. Ja, das gibt auch viel Gold. Ja gut, wie viel ist viel, ne? Diese Zelle müssen wir behalten, das behalten wir auch. Und ziemlich buffen. Stopfen wir mit ein. Was haben wir hier Tolles? Was habt ihr für einen Schmied, ne? So. Ingenieur. Nichts Tolles hier. Hier ist für Alchemie. Gucken, ist immer noch nicht da. Dauert ungefähr eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, bis das Rezept respawnt. Also falls es mal nicht da ist, nicht den Mut verlieren. Hätten wir nur locker so geschafft. Ohne unseren heldenhaften Sprung hier. Wie? Mal 19. Oder von dem bekommen wir den Buff. Blödeste Attacke ever, ey. Mana entziehen. Wer macht denn sowas? Das ist nicht nett von dem. Unser Pony hier. Schwupp. Viele Mäuler zu stopfen. Nein, und die komische schwarze Biene fliegt auch irgendwo rum. Ich meine. Ja, genau, in diesem komischen Dorf da. Da gibt es nachher auch eine Quest, da muss man die Dorfbewohner töten. Alfilet. Oh, kriegen wir schon hin. Und die Flügel brauchen wir irgendwann von denen. Im Prinzip müssen wir alles hier, was hier kreucht und fleucht, umbringen. Wie immer. Aber das ist ein großer Teil, den WoW ausmacht. Im Prinzip alles irgendwann irgendwie umzubringen, um irgendwas zu bekommen. Sind wir da? Oh, da kommen wir die schon mal. Diese Map. Behalt dein Gift. Zum Glück ist das nicht stapelbar. Oh, das kommen Ledern. Also ich hätte gedacht, da ist mehr Leder drin als zwei. Finde ich damals oder fand ich damals auch bei Onyx sehr lustig. So ein Riesenvieh. Und dann, was ist da drin? Eine Schuppe. Wenn man manchmal Glück hatte, ein bisschen unverwüstliches Leder. Das war ein Riesenmonsterteil und dann eine Schuppe. Auch verarsche. Aber gut, ja. Also das erste Mal bei Onyxia war ich, glaube ich, mit 70. Damals waren wir dann, ich glaube, 5 Mann oder so. Ja, war schon lustig. Vor allem hatte die ja eine Tasche. Ich glaube, eine 16-Platz-Tasche, wenn ich mich nicht irre. Selbst damals, hier zu 70er-Zeiten, will man jetzt keinen, sag schnell, Schneider, Schneider hatte. Doch, stimmt. Dann war das ja schon eine große Aufgabe, da irgendwas hinzubekommen, dass man
Taschen bekommt, ohne viel Geld auszugeben, weil man hat ja am Anfang nicht so viel Geld, dass man sagen kann, ach, kaufe ich mir. Und ich glaube dann, wer hat er denn noch eine Tasche gedruckt? Magteriton. Magteriton? Magteriton? Magie, Magie. Sagen wir Magie. Können wir nichts falsch machen. Der hat da auch eine Tasche. Ich glaube sogar eine 20er droppt der. Aber halt auch nur einmal anziehbar. Das heißt, man konnte nicht rein 50 mal den Typen töten für 50 Taschen oder so. Das ging leider nicht. Wenn wir es noch schaffen mit den Blütenblättern, bis wir quasi da wieder sind. Mal gucken. Ja, aber so das erste Mal Magteridon. Ich glaube, ich auch mit meinem Schurken, als ich auch 70 war. Da waren wir zwar schon im schwarzen Tempel quasi. Raidmäßig. Aber war schon cool damals. Wir sind dann auch mit 25 Mann rein. Und dadurch, dass viele halt T6 equipped waren, dann konnte ich mir dann das T4-Set mitnehmen. Weil da war ich gerade 70 geworden. Dann sind wir dann zu Eskaratan gegangen, dann Gruul. Danach sind wir nämlich nach Magie gegangen. Ja, war schon cool. Und wo wir oft drin waren, war in Schlangenschrein. Oh, wie ich es gehasst habe irgendwann. Der schlimmste Boss war der erste Boss, der Aufzugboss. Weiß nicht, ob den jemand auch so genannt hat. Weil wie viel da Leute gestorben sind. Ja. Und man kann hier dann wieder Pflanzenteil abgeben, 10 immer. Und man kriegt Ruf und so eine lustige Tasche und da sind dann manchmal coole Sachen drin. Manchmal. Ich glaube, da kann mittlerweile kann da auch ein Pet drin sein. Ist ähnlich wie bei Sönehude, da gibt es ja auch eine Tagesquest. Vor Sönehude, bei diesen komischen Walküren oder so, was das ist. Da kann ja auch ein Reittier drin sein. Aber ich hab's, bis ich aufgehört habe, das Spiel nie bekommen. Ich bin fast jeden Tag hingeflogen, aber. Und ein Bekannter damals aus der Gilde, der hat das glaube ich 3 oder 4 Mal gemacht und dann hatte der diesen weißen Bären. Nee, da habe ich geflucht. Und dann habe ich, oh, dann gehst du auch hin. Dann immer, wenn ich da war, dachte er, warte, ich komm mit. Hat er mir zwar geholfen, aber immer auf seinen Bären. Wahrscheinlich schon, um mich zu mobben oder so. Genau wie der zeitverlorene Drache, in diesem Proto-Drachen. Da war ich auch lange, lange hinterher. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, kein Bock mehr. Habe ich das dann sein lassen, weil die. Irgendwann nervt es auch. Man steht da rum und wartet und wartet. Und dann ist da war noch so ein anderer komischer Drache, der flog dann auch. Hab ich gedacht, oh, da ist er, da ist er. Bin dann getötet, gelootet. Naja. Wirklich was Tolles bei rauskam, nicht. Aber so ist das, ne? Ich glaube, das kennt jeder. Jeder, der schon was länger spielt. Diese Ja-Momente und doch nicht. Wie viel Ruf haben wir denn hier? Warte mal gucken. Jetzt bin ich zu, na gut, noch neutral. Weil hier gibt es nämlich auch ein Reittier. Das ist auch cool. Oder auch nicht. Oder auch doch, da. Den habe ich mir damals auch gekauft. Habe ich ja lange dafür gespart. Ihr seht, 2000 Gold. Man braucht ja auch ganz schnelles Fliegen für 5000 Gold. Ja. Man muss farmen, 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 farmen und nochmal farmen. Für WoW.
Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns hier in der, upsala, wo ist es denn? In der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play WoW Folge 113. Oder? Oder 112. Ah, ich verwechsel die Folgen immer. Naja gut. Es steht ja auch irgendwann dran. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, welche auch es immer sein mag. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!